Das Produkt hier wird in 7 Tagen 259 Mal verkauft. In wenigen Minuten eine Etsy-Nische finden, ohne mühsam selber auf Etsy zu suchen. Genau das funktioniert. Welches Tool ihr dafür verwenden könnt und wie dieses genau funktioniert, erkläre ich euch in dem heutigen Video. Nennt sich Etsy Hunt. Vorab, ich habe in der Videobeschreibung habe ich einen Link reingepackt mit dem Link zu Etsy Hunt. Wenn ihr über den Link dann was kauft, also ein Abonnement, bekomme ich eine Provision von 80 Cent. Also nicht viel, aber mich würde es mega freuen, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Und ja, wie gesagt, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir uns genau an, was wir alles analysieren können. Wir sehen hier oben verschiedene Kategorien. Einmal können wir Produkte finden, dann Keywords finden, dann Shops finden, die wichtig sind und Operations. Wäre jetzt nicht so wichtig, Operations, nur dann, wenn ihr schon bestehende Produkte habt. Und dann könnt ihr die nochmal analysieren mit Konversionsraten von Werbung zum Beispiel und wisst dann genau, an der Stelle muss ich das Produkt noch optimieren, da muss ich noch was anpassen. Aber wir wollen ja erstmal ein Produkt suchen. Deswegen gehen wir jetzt mal hier auf Products und Etsy Product Database. Vorab, ich nehme eigentlich zu 70%. Nehme ich das Tool, um meine Nischen zu finden. Hier oben könnt ihr verschiedene Sachen einstellen. Kategorie, Preis, wie viele Verkäufe ihr haben wollt. Dann wie viele Bewertungen, wie oft das Favorit gespeichert wird, nicht so wichtig. Das Wichtigste für mich, weil ihr wisst, ich habe keine Lust, irgendwelche Pakete zu verpacken und zu verschicken. Ich habe es genau das habe ich schon mal durchgemacht. Ich habe mal ein Video gemacht mit meinem Apple-Business, bei dem ich dann immer iPhones verschickt habe und der Aufwand, immer zur Post zu gehen, dann bekommt man eine Retour und muss sich da wieder rumschlagen mit dem Käufer. Lohnt sich nicht. Dafür ist eure Zeit viel zu schade. Deswegen Product Type würde ich euch empfehlen, macht hier digitale Produkte. Viel einfacher, die zu herzustellen, viel einfacher im Verkauf, einfach stressfreier. Ja, dann werden hier direkt mal Produkte vorgeschlagen, hier digitaler Planer. Was ich jetzt machen würde, ich würde einfach mal hier auf 7-Tage-Verkäufe gehen. Ja, okay, die waren jetzt falsch rum. Also, 7-Tage-Verkäufe, jetzt sehen wir, das Produkt hier wird in 7 Tagen 259 Mal verkauft. Eins kostet 10,64 €, das wäre ein Bruttoumsatz von im Monat hochgerechnet 10.000 Euro. Ungefähr, ja. Klar, ihr müsst davon noch Werbeausgaben abziehen, dann was Etsy bekommt als Provision. Aber so ein digitaler Planer, der kostet euch auf Fiverr, wenn ihr den erstellen lasst, vielleicht 25 Euro. Und er verkauft den für 10,64 € und macht damit im Monat 1000 Verkäufe. Also unglaublich. Und so gehe ich immer vor, ich schaue digitale Produkte, dann schaue ich mir an, welche gibt es, welche verkaufen sich gut. Stell vielleicht hier oben auch schon ein, wie viele Verkäufe, weil ich gerade die jetzt extrem viele Verkäufe machen, die haben auch extrem viel Konkurrenz. Da gehe ich lieber auf Produkte, die so 30 Verkäufe im Monat machen, aber keine Konkurrenz besteht und mache dann damit meine 150, 200 Euro Gewinn im Monat. Und wenn ich dann mehr Produkte habe, dann reicht es mir auch. Ja, dann können wir auf den Produktchart gehen. Das war die zweite Kategorie, da sind im Prinzip in zwei Parts wird es aufgeteilt. Das eine Mal Produkte, die extrem oft verkauft werden, von der Anzahl her. Und die andere Kategorie Produkte, die halt prozentual gerade ein großes Wachstum haben. Wie gesagt, hier, die sich am meisten verkaufen, 623 Sales in 7 Tagen. Und die halt, die prozentual vom Verkauf gestiegen sind. Für mich jetzt nur so eine Beimengung, wenn man kurz mal eine Inspiration haben will. Was passt, weil bei Kategorien könnt ihr jetzt hier oben nicht direkt digital auswählen, sondern nur zum Beispiel Hochzeit oder Elektronik. Deswegen nicht so relevant für uns. Handgemachte Produkte auch nicht relevant für uns, weil ich hoffe auch, dass ihr nur auf digitale Produkte euch spezialisiert. Das Thema inaktive Produkte habe ich jetzt angefangen, weil ich habe festgestellt, es gab Shops, die haben profitable Produkte gehabt, aber haben den einfach geschlossen, weil sie irgendwie, ich weiß nicht aus welchen Gründen, weil sie nicht mehr Unternehmer sein wollten, was weiß ich, aber hatten Produkte, die in guten Nischen waren und haben die einfach dann rausgenommen.
Und niemand kommt auf die Nischen, wenn es die Nischen nicht mehr gibt. Und deswegen finde ich das auch übel, also extrem gut, wenn man Nischen findet von Produkten, die nicht mehr verfügbar sind auf Etsy, um noch tiefer in die Nischenrecherche reinzugehen und noch bessere Produkte finden zu können. Ich komme nachher nochmal auf das zu sprechen, weil diese Funktion, dass ihr Nischen findet, die nicht mehr, also Produkte findet, die nicht mehr verfügbar sind, kostet ein bisschen mehr. Ja, dann das gleiche können wir auch machen mit Keywords. Wir können jetzt oben zum Beispiel Geschenk eingeben. Also ihr könnt auch, also das Tool an sich ist auf Englisch, aber ihr könnt natürlich auch deutsche Keywords eingeben. Wenn ich jetzt Geschenk eingebe, dann sind hier vier Kategorien. Einmal, wie oft wird es angesehen? Extrem oft, weil viele Geschenke werden über Etsy gekauft. Die Favoritennummer ist nicht hoch, also weil in der Regel, wenn man ein Geschenk kauft, dann will man das innerhalb von einem Tag kaufen und in 2 Tagen ist der Geburtstag im Normalfall. Das heißt, man hat die Produkte nicht lang als Favorit gespeichert, sondern will es direkt kaufen, also nicht so wichtig. Klar, der Wettbewerb ist riesig, weil Geschenk ist ja im Prinzip ein Überbegriff. Jedes Produkt kann ein Geschenk sein, jedes handgemachte Produkt, Kinderspielzeug, irgendwas Digitales, alles kann ein Geschenk sein. Und hier sehen wir eben, wenn man jetzt im Listing in den Top 100 ist, kann man erwarten, dass man 30 Verkäufe macht. Und ja, was jetzt nicht extrem hoch ist, wegen der hohen Konkurrenz. Hier sehen wir, hohe Konkurrenz. Ja, dann sehen wir hier noch ein paar Daten im Zeitverlauf, wann es hoch gefragt wird. Natürlich an Weihnachten, wie immer, extrem hoch die Nachfrage. Was wir auch noch hier finden, sind dann Keywords, die zu unserem Keyword passen, die wir auch noch mit einbauen können, um noch mehr Verkäufe zu erzielen. Und ja, hier noch ein paar einzelne Wörter als Inspiration, ein bisschen schön animiert. Hier noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt nicht so extrem wichtig, aber könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr das Tool habt. Ja, dann haben wir noch hier das gleiche, was wir vorher mit dem Produkt gemacht haben. Hier bei den Produktdaten haben wir jetzt Shop-Daten. Und dort können wir auch einstellen, zum Beispiel, wenn ihr jetzt in Deutschland seid, im deutschen Shop, in der Kategorie mit so und so viel Verkäufen und habt dann hier die Daten über den Shop. Was bringt es euch? Ihr bekommt einen Shop, der gute Verkaufszahlen macht. Ihr klickt auf den Shop drauf und könnt euch dann natürlich direkt die Produkte anschauen, die der Shop verkauft. Dann nehmt ihr Produkte, die ihr gefunden habt bei dem Store, geht dann wieder hier auf Produktdaten und gebt dann hier oben die URL ein von dem Produkt, was ihr gefunden habt. Und dann seht ihr direkt, wie oft verkauft sich das Produkt, wie oft, wie viel Bewertungen hat es und macht dann sozusagen eine Rückwärtssuche von dem Shop auf das Analyse-Tool Etsy Hunt, wo ihr eben die ganzen Produktdaten findet. Ja, dann gibt es eben auch noch so einen Chart, wie gerade eben, wo halt ein bisschen animiert ist, wie viele Verkäufe der Shop wann macht, aber ist nicht so wichtig, meiner Meinung nach. Worüber ich jetzt noch kurz reden will, sind die Preise von Etsy Hunt. Hier oben sind wir bei Pricing. Also es sind drei Optionen. Die erste, die Free-Option, die lohnt sich. Ich habe nach Favoriten gesucht oder Favoriten gespeichert und habe am einen Tag schon 200 Stück gehabt. Also wenn ihr das Etsy-Business ernsthaft betreiben wollt, dann müsst ihr hier eins von den beiden nehmen. Für den Anfang hatte ich selber auch das 3,99-Paket. Da habt ihr eigentlich dann schon das Wichtigste mit drin. Aber ihr seid natürlich immer noch eingeschränkt bei der Keyword-Recherche, bei Favoriten, Listing-Optimierung. Aber wenn ihr jetzt anfangt mit einem Produkt, reicht auf jeden Fall 3,99. Wenn ihr dann mehrere Produkte hochladen wollt und noch tiefer in Nischenrecherche reingeht, dann könnt ihr 19,99 das Tool nehmen. Wenn ihr dann im Monat 500, 600 € macht, dann interessiert euch es die $20 auch nicht viel. Ihr könnt es ja direkt absetzen als Ausgabe und eure Steuern reduzieren. Wie gesagt, in der Videobeschreibung habt ihr den Link. Da könnt ihr draufklicken. Wenn ihr dann was kauft für 3,99, 19,99, bekomme ich ungefähr 80 Cent Provision. Würde mich mega freuen, wenn ihr dadurch meine Arbeit unterstützt. Und ja, ich wünsche euch dann viel, viel Erfolg bei eurem ersten Etsy-Produkt oder wenn ihr schon Etsy-Produkte habt, die noch nicht laufen und jetzt welche findet über
Etsy Hunt. Dann viel Erfolg dabei. Wie gesagt, ein Abo würde ich mich mega freuen, wenn das Video euch heute gefallen hat. Dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es wieder heißt, wie können wir online Geld verdienen.